Ja, also wie gesagt, aber naja. Aber es bringt, glaube ich, gerade wenig. Weil, ja. Gut, wer zaubert den Silenzium? Das werde ich machen. Bewegliche Variante. Genau, bewegliche Variante und selbstverständlich. Nur, ich würde mal sagen, Radius 1,5 Schritt. Und ich denke, wir brauchen nicht länger als 10 Minuten darüber, oder? Also, Also wie lange? jedes Zahnrad sind halt grob 500, 550 Meter. Und kannst dir selber Ja. überlegen, du musst dann nicht mehr so leise sein, weil wegen Silenzium, aber man muss halt schon 10 Minuten, ich muss mal gerade gucken, wie viele Meter werden das sein. Von hier 300 rüber etwa. können wir uns einfach mal abmessen. Also das sind jetzt bis hierhin sind das 170 Meter. Ja, 10 Minuten doch, klar. Gut, dann werde ich ihn auf jeden Fall auf die Länge 10 Minuten zaubern in der beweglichen Variante. Und ja, wie gesagt, Zur Zeit lassen. Radius, genau. Zwei Also ich glaube, Spielrunden. ja, wird dann auf 4 erhöht. Da, jetzt muss Wie ich viel mal. ASP kostet dich das dann auf 10 Minuten? Bei. Ist nicht viel. Ja. 10 Sternchen. Wie ist das mit der Erschwernis, wenn du die Ansagen übernimmst, die du eben gesagt hattest? Passt. Also da ich ja, wie gesagt, 3 Erleichterungen kriege und die Zone ja sowieso sich um mich herum bewegt, die ist ja nicht fest. Also es hat keine Erschwernis, ich habe halt eine 4er-Erleichterung und kosten ein ASP pro angefangenen 5-Schritt-Radius und pro Spielrunde. Weil Gut. ich 2 Spielrunden habe und ja, Okay. 2,5-Schritt-Radius sind insgesamt 2 ASP. Ja, dann könnt ihr euch auf alle Fälle schon mal in diese Richtung bewegen. Das sollte dann relativ problemlos funktionieren. Immer noch so ein bisschen abgeduckt, die Pferde mit tief gebeugtem Kopf könnt ihr sie dann an den Häusern entlang führen. Das sollte dann also kein Problem sein, bis ihr dann zu dieser Stelle kommt. Wie geht's weiter? Nun, soll ich jetzt die Illusion wirken auf den Mineneingang? Geht das denn über diese Entfernung? Sicherlich. Was für ein Geräusch soll ich erzeugen? Entfernung bis zur großen Tür sind 100 Schritt. Es gibt die Variante entfernte Phantasmagorie. Die Reichweite beträgt ZFW mal 30 Schritt. Sollte reichen. Gut. Ja, das ist eine gute Frage. Also so ein Höhlenrache, das fände ich schon mal nicht unplausibel. Nun gut. Oder Beutax, habt ihr andere Vorschläge? Gibt es so etwas wie Bergbauschrate oder Ich so? höre euch nicht. Ich bin in der Silenziumzone. Ihr unterhaltet euch Ach ja, verdammt. außerhalb dessen. Ja, du guckst Beutax an und dein Mund bewegt sich. Beutax schüttelt energisch mit dem Kopf. Naja, dann eben nicht. Zeige auf Aber meinen wir. Mund, mach auf, wieder zu Ja, und Boltax, zucke an kannst du den Attack? Schultern. Ja, aber es geht aber nicht darum, zu verdeutlichen, dass ich irgendwas sagen möchte, sondern. Ja, hätte ja sein können, dass du jetzt auch weiterhelfen kannst. Attack. Kann gerne eine Probe drauf würfeln, aber ich will ja nichts sagen. Gut. Nun, dann ein Höhlendrache. Sekunde, lasst mir etwas Zeit. Ich würde mich dann hinsetzen. Außerhalb der Reichweite natürlich vom Silenzium. und ausrufen: Magot cool, Ivanot zu Galira etontolos. Tierkundeprobe plus 7, Spezialisierung Drachen zählt. Oh, okay. Das war gemein. Das ist das. Du willst einen Höhlendrachen erzeugen. Du hast noch nie gegen einen Höhlendrachen gekämpft. Plus Und sieben, sagtest du? plus 7 und Talentspezialisierung Drachen würde zählen. Alles klar, habe ich. Ja, das ist Ja. dann mal eine plus 2, die du kriegst. Boah, schade, dass das nur eine 7 ist. Keine Wo soll man Glück 1. haben? Ja, okay, also auf alle Fälle, der Höhlendrache ist drin. Gut, ich würde mit Zeit lassen. Entfernung Phantasmagorie ist eine plus 5, mit Zeit lassen minus 4, also plus 1. Und würde den Zauber wirken. Wie gut, dass du das Drakonomikon studiert hast.
auch wenn Alupir fehlte. Und es ist mir gelungen. Wie gesagt, die Reichweite bezieht ZFW mal 30 Schritt. Ich habe einen ZFW von 11. Heißt, ich könnte so 330 Schritt, aber ich würde ihn in Sichtweite, also in dieser Höhle sozusagen reintransportieren, in den Mineneingang, keine Ahnung. Ja, auf der inneren Seite der Eisentür. Oder willst du, von wo willst du ihn aus dem Inneren des Berges kommen lassen oder willst du ihn einfach aufploppen lassen an der Eisentür? Okay, da drüben. Da wird ein Dröhnen eines Höhlendrachen, ein Brüllen, ein gutturales, was aus diesem Eingang heraus schallt. Nur das Geräusch oder auch ein Bild dazu? Nur das Geräusch erstmal nur, genau. Gut. Was hat dich das gekostet? Dieser kostet mich exakt 4 ASP pro Illusionskomponente, also 4 ASP. Okay, das heißt, du wolltest auch mehr als ein Grün, willst du erstmal nicht machen? Erstmal, ich wollte erstmal gucken, ob sie reagieren. Gut. Kann man beobachten. Ja, dann kannst du erkennen, von der Position aus, wie sich jetzt aus den Arbeitsbereichen, aus den Hütten, die wohl auch ein bisschen besser gearbeitet sind, strecken sich dann jetzt mehrere Drachengardisten, nehmen ihre Waffen auf und schauen aufmerksam in die Richtung. Du kannst auch sehen, wie da jetzt wohl eine Frau in einer Robe, sieht fast aus wie eine Boronitin oder Neonitin, spricht sich da wohl mit einigen Drachengardisten ab. Und auch die Oger werden sich jetzt allesamt auf einen unsichtbaren Befehl hin von den Abbaustellen bewegen, in Reihe und Stellung gehen und dann in die Richtung gehen. Also allesamt lassen sie ihre Äxte, ihre Spitzhacken jetzt fallen, niedersinken. Du kannst noch erkennen, wie da eine schleimige, eitrige Fußspur von einem der verwesten Oger dann zurückbleibt. Aber ganz generell bewegen sie sich alle auf einen einzigen Befehl hin, über die Zahnräder in die Richtung, wo das Geräusch erklungen ist. Die Nekromantin dreht sich wieder um und verschwindet in einem der Häuser und flucht da wohl laut. Bleibt dann wohl aber noch vor dem Gebäude stehen und da hält sich da gerade mit einem anderen Drachengardisten. Immer eine Sinnschärfeprobe würfeln, wenn ihr wollt. Hören. Und der Entfernung, ich muss gerade mal schauen, auf welche Entfernung sie gerade steht. Bam, 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 bam. Das sind 50 Schritt. Doch, 50 Schritt sollte drin sein. Sie ist auch nicht unbedingt leise und flüstert, sondern ist da wohl ziemlich aufgebracht. Das ist eine krächzige, alte Stimme, als ob die Stimmbänder auch schon kaputt und verfault wären. Auch wenn sie wohl noch zu leben scheint, könnt ihr hören. Schon wieder ein Drache. Die Zwerge hätten ihre Minen besser aufräumen sollen. Verfluchtes Pack. Aber wenigstens können wir die Orga auch in der Zeit, die tiefer in den Berg schütten. Sie sollen die Kristalle abbauen. Alorith braucht mehr. Schickt eine Männer hinterher. Die Überreste des Drachen will ich haben. Halt euch. Hör ich das mit den Kristallen auch? Ja. Und sagt deinen Männern, dass sie die Kristalle nicht berühren sollen. Quatsch, ich kann's nicht hören. Silenzium drin. Ja, auf alle Fälle kannst du wohl bemerken, wie sich jetzt allesamt die Oger in die Richtung bewegen. Du hast gesehen, dass Abel mir wieder mit seinen gildenmagischen Fingerchen in der Luft herumgezaubert hat und Worte gesprochen hat, die du nicht gehört hast, und dann sind sie allesamt aufgebrochen. Die Nekromantin verschwindet wieder in dem Gebäude und der Drachengardist wird Männer sammeln um sich herum. So ganz grob werden das 10 Leute sein, die dann mehr gelangweilt ihre Bögen im Gehen spannen, einmal aufsehen und dann gehen. Damit ist diese große Zahnradebene erst einmal verlassen. Ihr könnt aber auch unter euch erkennen, wie jetzt unter euch selbige Bestrebungen getan werden, denn auch dort unten wurde das Geräusch gehört. Los, beilen wir uns. Ich winke mal für Boltax, dass wir uns sehen, damit wir hängen, Richtung Eingang. Dicke und fahre weiter auf dem Wagen. Gut. So könnt ihr euch weiter über die Zahnräder bewegen und ja, an sich das Haus von der Nekromantin, in dem sie jetzt gerade verschwunden ist, ist wohl
Wenige Meter entfernt, 20 Schritt nur. Ihr könnt im Inneren Schatten sehen durch die Fenster. Wisst ihr jetzt nicht genau, ob ihr gesehen werdet. Müsstet ihr mal eine Sich-Verstecken-Probe würfeln. Steh auf dem Wagen. Es macht keinen Sinn, eine Sich-Verstecken-Probe hier zu würfeln. Entweder der Wagen wird gesehen oder nicht. So, habe mir 3 Punkte, Eldern gelungen und auch Esaron ist gelungen. Dann Boltax, gib mir mal eine Fahrzeugelenkenprobe. Oh, ich hab das Talent nicht, aber... Dann Esaron. Ich denke, Yalan wird auf dem Wagen stehen, aber... Nee, Yalan fährt seinen Streitwagen. Achso, ich dachte, ich bin auf dem Streitwagen. Ja, Esaron, da füllt mir jetzt mal eine Fahrzeugelenkenprobe. Oh, alles klar. Ja. Gut. Ja, dann nehme ich das einfach mal als die für sich Versteckenprobe für Boltax. Beziehungsweise Iserum selbst kann sich natürlich verbergen. Es sei denn, du willst einen Schicksalspunkt mit ja, 18. Ja, Schippi für die 18. Ha, na bitte, gut. Ja, dann könnt ihr wohl einen Schatten erkennen. Sie wird allerdings dann zum anderen Fenster gehen und noch einmal, ihr könnt das Klappen hören, zumindest diejenigen, die hinter der Silenziumblase stehen, können das Klappen hören, da wird sich wohl ein Fenster öffnen und wieder irgendwie ein verzerrter Befehl, der von ihr gegeben wird. Beeilt euch! Holt mir den Höhlenrachen! Bis ihr dann auf der einen Seite der Brücke steht. Es ist ein sehr altes Konstrukt aus Holz, von Menschen gefertigt, nicht von Zwergen. Sicherlich schon, ja, die 6 Jahre her. Boltax kann das abschätzen, denn vor 7 Jahren, als dann die Bobradianer einfielen und auch Rassasor mit seinen untoten Nekromanten. Das ist Menschenwerk, die sich dann hier an den Zwergen gütig getan haben. Ihr könnt dann langsam und vorsichtig übersetzen, könnt dann wohl noch erkennen, wie die Drachengardisten auf der anderen Seite immer noch gelangweilt ihre Bögen spannen, aber der Hauptmann dreht sich wohl gerade um, vielmehr um in Richtung der Knochenwandlerin zu blicken, aber er kann euch zumindest sehen. Er ist aktuell auf der Entfernung sicherlich 100 Schritt entfernt von euch, während ihr dann langsam übersetzt. Der Streitwagen von Yalan und Kieras ist wohl gerade schon drüben. Ihr seid gerade in der Mitte mit eurem Wagen und könnt ihr dann nach und nach... ihr werdet gesehen. Bekommen wir es mit, dass wir gesehen werden? Ja, ja, ihr werdet, ihr könnt das sehen. Klar, wenn ihr euch da irgendwie langsam und vorsichtig mit eurem Wagen dann über die Brücke begebt, ihr könnt dann auf alle Fälle mitbekommen, dass der Hauptmann der Drachengardisten jetzt sicherlich in eure Richtung guckt und auch ruft. Männer, da ist irgendjemand! Beeilung, schneller! Schneller! Setz die Brücke in Brand, aber mir. Eine weitere Fahrzeuggelenkprobe von Isarun. Können wir sie auf den, an den Zügeln führen, die Feder? So, nee, die ist jetzt richtig nicht gelungen. Ich habe keinen Chippy mehr. Ja, möchte jemand anderes einen Schicksalspunkt ausgeben, weil die aktuell zusammen auf dem Wagen ja, manövriert? Ich würde Isaru nochmal neu werfen lassen. Gesamte und Probe. Gesamte Probe, macht auf alle Fälle Sinn. Okay. Diese 19er, nee, dann könnt ihr erkennen, nicht, wie auf einer Seite zwei der Räder über die Brücke runter schrammen und der Wagen dann aufsetzt. Also sich so sicherlich um 30 Grad nach unten neigt und die ganze Ladung jetzt gerade verrutscht. Dadurch, dass es verrutscht, wird sich das Gewicht weiterhin verlagern und Isarun kann panisch erkennen, wie sich jetzt auch Drakundas in Richtung Abgrund rollt, langsam schwer. Ich würde mal an den Zügeln von dem rechten Pferd ziehen, dass sozusagen dieser Wagen, also das Pferd in Richtung... Aber mir, schlag die Zügel los, nimm die Pferde weg! Der Wagen ist verloren! Nein, warte, ich würde hier probieren, an dem rechten Pferd zu ziehen. Isarun, komm runter da! Ich springe nach hinten und schnapp mir die Kugel und die Axt. Sehe ich vor uns irgendein metallisches Objekt, also auf der Seite... Irgendwas Metallisches. Plus oder Minus Würfel? Okay, dann hoffen wir mal. Ich sage, Plus ist gut. Ja, Plus ist sowieso immer gut. Minus, du willst nicht, dass da ein Ogre von der anderen Seite kommt. Ja. Du siehst wieder wohl, ja, was willst du machen? Eine Spitzhacke oder? Ich dachte irgendwie eine Schutzverstrebung aus Metall. So dann was. Nimmst du eine Schutzverstrebung, ja. Okay, dann würde ich darüber hechten, in dem Punkt auch mein Silenzium fallen lassen, weil es hat
jetzt keinen Sinn mehr. Und ich weiß nicht, ob Dracundas jetzt gerade droht, inwieweit Dracundas droht, runterzukippen. Aber ich würde natürlich meine Hände sofort auf die Metallstrebe legen und versuchen, meine Kraft in dieses Metall fließen zu lassen, eine Kraft des Erzes zu wirken. Die müsste Dracundas, ich weiß nicht, ob sie anzieht, aber zumindest ist das die Idee. Ist, glaube ich, unerschwert. Ja. Isurun, schnapp euch die Kugel. Isurun, würfel mal eine Körperkraftprobe, bitte. Oder, Körperkraft? Mach mal lieber Athletik ist das, ne? Kraftakt? Oder Körperbeherrschung? Körperbeherrschung finde ich besser. Also ihr müsst die Kugel jetzt nur lange genug halten, dann wird sie von dieser Strebe angezogen. Wenn sie metallisch ist. Wenn sie metallisch. Metallisch ja, wenn sie ferrometallisch ist. Genau, das weiß ich ja nicht. Ja, also Isurun, du musst auf alle Fälle mit 50 Kilo kämpfen. Das ist sicherlich ein bisschen weniger, als du selbst wiegst, aber du kannst sie auf alle Fälle halten und dann langsam in deinem Schoß runterbuxieren. Für Knadukas wird das nicht reichen, aber Dracundas hast du auf alle Fälle gesichert und kannst sie dann über die Brücke weiterbringen. Boltax fängt an zu zaubern, sein Silenzium wird fallen gelassen und Asavo wird erstmal über die Brücke zurück hechten und die Pferde jetzt losschneiden. Was möchtest du tun, Abel? Ich würde ein Motorkiss wirken, um die Knadukas zu mir hin zu levitieren. Dann würfel dein Motorikus. Was möchte Elan Gorbas tun? Schockiert aussehen, als allererstes. Ja, und dann würde ich auch auf den Wagen springen. Und was ist denn noch auf dem Wagen? Nahrungsmittelvorräte, dein Silber, was du, ich sag mal nicht geklaut, sondern genommen hast. Wie schwer ist diese Silberkugel? Also was heißt Silberkugel? Das sind jetzt Silbereinschlüsse im Preis von 50 Dukaten. Also sicherlich 20 Kilo oder sowas das sein wird. Geben Sie mir eine Sekunde. Würde Gold, gerne Goldgier? Sieht gut aus. Ich rette die Kugel. Dann würfel mir auch mal eine Körperkraftprobe. Körperbeherrschung, genau. Ja. Körperbeherrschung. Oder bin ich auch grottenschlecht? Okay. Du versuchst nach hinten auf den Wagen zu klettern, stolperst, verhedderst dich wohl. Irgendwie, du bist ja nicht ganz sicher, was das ist, aber irgendein lederner Riemen, der sich jetzt gerade unter deinen Schuh geschoben hat, aber du hast auf alle Fälle jetzt diesen großen Brocken mit Silber und siehst wohl, wie der Wagen weiter rutscht und rutscht. Und während du rutscht, kannst du wohl auch weiter nach hinten gucken und siehst, wie weitere Drachengardisten 10 Stück mit gespannten Pfeilen auf dich zulaufen, rufen. Boltax, du bemerkst, dass die Kraft des Erzes wohl sich auf die Stützstreben auswirkt, aber nicht auf die Kugel. Gut, dann würde ich es an dieser Stelle fallen lassen, weil bringt ja nichts. Ja. Also, ich nehme trotzdem die 9 ASP. Die ist jetzt einfach so. Kannst die Hälfte. Okay. Das sind Zauber ja bewusst abgebrochen. Okay, alles klar. Dann sind es immer noch 5, aber damit kann ich gut leben. Sind es noch 10. Hätte sowieso nicht funktioniert. Ich wollte nämlich gerade sagen, Asavo gibt dem Pferd einen Schlag auf den Hintern und du siehst, wie das erste weiße Pferd von Belshi Rasha dann an dir entlang prescht. Das ist das, was Jalan im Turnier geritten ist. Du warst zwar selber nicht dabei, aber es gibt noch ein weiteres Pferd, das von Abel mir was an Garab bekommen hat. Das ist dann das Profanpferd. Das muss jetzt auch noch losgeschnitten werden, aber das erste Pferd prescht an dir vorbei. Ich rufe Dun Gestok Magot. Dort Zauber da 5 Aktionen. Ja, die wirst du haben. Isurun, du willst einfach nur die Kugel retten und dann runterspringen, oder? Ja, also wenn ich es schaffe, im Vorbeilaufen noch das Pferd loszuschneiden mit meinem Dolch, dann würde ich das noch tun. Und dann gib mir mal einen Dolchangriff. Dolchangriff? Oder du kannst auch auf Schwerter ableiten. Wenn du Schwerter hast, kannst du natürlich auch auf Schwerter. Siehst du da deinen Dolch und kannst mit Schwertangriff. Was waren das nochmal, wenn man irgendwie Kampffertigkeiten ableitet? -3, -2 ich oder glaub, so, -4, aber... Nee, -5 teilst du auf Attackparade jeweils gleichmäßig. Also -2, -3. Oder -3, -2, keine Ahnung. Ja, würfel wir mal auf deine Langschwert. Also einfach mal die Attacke von deinem Langschwert kannst du mal geben. Ziehen wir 4 Punkte ab oder so. Als Klärchen. Ja, gut. Wow. Ja, du merkst, wie du mit deinem Dolch schneiden willst und im Vorbeihechten musst natürlich auch noch die Dracundas weiter zupacken. Ich wollte gerade unter deinem Gewand unterdurchrutschen, du musst nochmal nachpacken und verlierst dabei den Dolch, der scheppernd dann unten in der Schwärze verschwindet, dein Dolch ist weg.
Cool. Wie schwer ist eigentlich Knadugas? Knadugas ist eine zweihändige Axt. Rafim könnte sie sicherlich dann in zwei Händen führen und damit auch streiten. Du würdest sagen, 15 Kilo oder so, also nicht so schwer wie... Stein, also kostet ja. 3 ASP Daumen gehen es nur deswegen. Gut, dann möchtest du sie levitieren und dabei sie selbst auch von der Brücke gehen? Ja, also mich in Sicherheit bringen und diese Axt schwebt langsam hinter mir her. Ja. Asavo schneidet jetzt, nachdem Iseron das nicht geschafft hat, das zweite Pferd runter und kann das dann eben so von der Brücke dirigieren, was natürlich unglaublich in Panik gerät. Aber er kann es dann eben auch mit seinen Abrichten-Werten dann beruhigen und dann langsam von der Brücke runterführen. Boltax, du siehst, wie Eldan Gorbas immer noch verzweifelt mit diesem Silberbrocken kämpft, während Abelmir rückwärts geht, Iseron die Kugel führt. Nur noch die Goldgier von Eldan Gorbas hat ihm selbst... in dieses Verderben geführt, weiteres Gut, was runterrutscht und Alter, du kannst gerne nochmal eine Fesseln-Fesseln-Probe würfeln, um dich dann in der Schwierigkeit, in der Geschwindigkeit dann von diesem Wagen zu rennen. Ich würde gerne eine Heilkunde-Seelenprobe auf Eldan würfeln, um ihn dazu zu bringen, den Brocken loszulassen, denn offensichtlich ringt er ja. Gib mir vorher nochmal eine Sinnschärfe-Probe. Das mache ich gerne. Sicht? Sicht. Dann Dämmerungssicht zählt. Falls notwendig. Ja, du siehst, dass aktuell Panik in seinen Augen, er versucht da wohl sein Bein zu zerren. Es liegt wohl gerade nicht so sehr daran, also klar, natürlich, wenn er den Silberbrocken loslassen würde, könnte er sich sicherlich auch besser dann befreien, aber es liegt auch daran, dass er gerade gefesselt ist. Dann gib mir mal die Heilkunde-Seele-Probe. Ja. Erschwert um die Goldgier von Eldan. Dann hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Goldgier ist 5. Ja, dann nicht geschafft. Eldan, lass los! Es ist nicht wert, dein Leben für den Silberbrocken aufzugeben! Fesseln und Fesseln. Es ist ein Naturtalent, richtig? Es ist ein Naturtalent. Dann habe ich das nicht. Dann würfel auf Fingerfertigkeit plus 7. Wenn du Schicksalspunkte vorher ausgibst, kannst du die Probe um einen Punkt erleichtern. Oder du kannst sagen, du willst die Fingerfertigkeit so oder so noch neu rollen. Ja, aber die ersten Punkt Pfeile schlagen ein. Also. Oh, ich würfel das. Und du brauchst es, du ziehst und zurst, kannst du noch einmal, lässt kurz deinen Silberbrocken los, nimmst diese Lederschlaufe im letzten Moment, dann merkst du, wie es weiter rutscht, kannst dich dann von dem Wagen runtergleiten lassen, und bevor dann der Wagen in die Tiefe stürzt, weitere Pfeile, die gerade einblocken, und du kannst den Silberbrocken noch einmal in deinen Fingern dann, unglaublich. Mit deinen Fingern noch einmal nehmen, während er dann runterstürzt. Siehst dann, wie das Heu sich nach und nach dann runterrieselt. Jetzt müssen nur noch die Pfeile. Er müsste jetzt nur noch den Pfeilen entkommen, die jetzt einschlagen. Wie gesagt, die Drachengarde läuft auf euch zu. Ihr könnt jetzt auch erkennen, wie die Knochenwandlerin mittlerweile aus dem Haus rausgekommen ist. Ihre kratzige Stimme. Holt sie euch! Lebend! Die Brücke selber ist so eine Holzbrücke mit Seilen? Oder? Holz, Seil, Eisen. Muss ich da eine Baukunstprobe machen, um die Seile zu durchtrennen? Oder nein, musst du nicht. Du musst dann einfach nur noch schneiden. Links, also erstmal den Zauber fallen lassen, die Kugel zum Boden fallen lassen und dann links und rechts die Seile der Haltebrücke durchtrennen. Ja, wenn ich sehe, was er mir macht, würde ich ihm versuchen zu helfen. Also mit meinem Dolch eine Seile durchtrennen, während er das andere gerade durchtrennt. Also ich mache die linke Seite und Boltax so die rechte Seite. Also die Halteseile links und rechts des Weges, beziehungsweise auch die Seile, die die Holzbrücke selber halten. Ja, möchtet ihr noch währenddessen etwas rufen, während ihr die Brücke einstürzen lasst? Ihr könnt nicht vorbei. Die Brücke zerbricht. Links und rechts klappen sie nach unten. Ihr könnt hören, wie das rostige Eisenverstrebung wegklappt und dann mit einem riesigen Scheppern dem schon hölzernen Wagen dann nach unten stürzt. Auf der anderen Seite seht ihr, wie die Drachengardisten jetzt auf euch schießen, anlegen und das kratzige Rufen der Nekromantin. Ich will sie lebend! So könnt ihr aus der Binge herauseilen, über verschlungene Pfade, an Pilzen vorbeitreten, weiteres unterirdisches Kraut, einen weiteren See, den ihr dann unterirdisch verlassen könnt, bis ihr dann oben irgendwann in den Trollzacken wieder auftaucht. Auf der anderen Seite von ihnen, ihr seid in der Warung, Kai.
Über euch der Himmel ist grau verhangen. Es ist unangenehm warm, vor allem für die Jahreszeit Effort. Aber ihr könnt euch hier draußen sammeln und seid euch sicher, dass ihr zumindest etwas Zeit gefunden habt. Aber allzu lange solltet ihr nicht verweilen. Ihr schaut nach oben in den Himmel, ihr könnt das nicht ganz einschätzen. Das Preiosmal steht nicht am Himmel, es ist einfach nur ein Grauen-Grau, das sogenannte Totenwetter oder das Finsterlicht, was gerade über euch scheint. Aber sicherlich, wenn es Abend wird, werden hier sicherlich viele, viele Drachengardisten sein. Wir sollten uns beeilen, es gab noch diesen zweiten Ausgang. Wir sollten aufbrechen, das ist gut. Ich würde meinen Stein ein bisschen mit dem Ärmel sauber machen. Eltern, da hattet ihr mehr Glück als Verstand. Das war unglaublich. Natürlich, ich musste ihn retten, mein Schatz. Ach, ein wunderschönes Stück. Oh, ich freue mich schon darauf, wenn ich ihn zu Hause einschmelzen lasse. Sag mal, Eltern, seid ihr übergeschnappt? Immerhin haben wir noch den Streitwagen von Jalan, aber den Wagen haben wir verloren. Zwei Pferde, die wir reiten können. Wir müssen aufbrechen. Ja, ich setze mich mit meinem Stein in den Streitwagen, gar kein Problem. Wenn es Nacht wird, wird es hier sicherlich nur so von Drachengardisten wimmeln. Das ist zu befürchten. Ja, das stimmt. Beilung, liegt das links oder rechts? Sicherlich irgendwo rechts, aber seht euch um, ich kann aktuell keinen mehr erkennen. Vielleicht liegt das hinter den Spitzen der Felsen. Weiß auch nicht, wo. Wir müssen uns erstmal orientieren. Erstmal weg hier und dann können wir uns einen Überblick verschaffen. Weiter in die Berge. Ich würde sagen, nach oben oder wollt ihr direkt nach unten ins Tal hineinlaufen? Gute Frage. Hier in diesen Bergen habe ich mich noch nie viel aufgehalten. Ich würde gerne eine Orientierungsprobe würfeln. Kannst du gerne machen. Was halte ich denn für sinnvoll? Erstmal weg. Es ist egal. Hauptsache weg. Um alles andere können wir uns dann Gedanken machen, wenn es soweit ist. Und dann, auf. Irgendwo unter uns wird das große Tor liegen. Wenn sie es noch schaffen, sie zu öffnen, bin mir nicht ganz sicher, ob sie das noch hinbekommen. Ich glaube, dann würden sie einen Großteil ihrer Gebäude verlieren, aber sie werden andere Ausgänge haben, die irgendwo unter uns und vielleicht auch über uns liegen. Ist also wirklich egal. Wir müssen einfach nur hier von diesem Ausgang weg. Und dann ins Tal. Los. So könnt ihr den Rest der Stunden, ihr habt den Überblick verloren, ihr wisst auch nicht, welcher Tag ist, weil es so etwas wie so einen Auf- und Sonnenuntergang nicht gibt. Vor allem dann noch bei dem Sprint durch den Berg habt ihr komplett die Orientierung, die Zeitorientierung verloren, sodass ihr nicht mal wisst, welchen Effort wir schreiben. Irgendwann müssen wir sein. Ich würde gerne versuchen, unsere Fährten zumindest ein bisschen zu verwischen. Ja, Fährten suchen Probe, um das Ganze zu verschwinden. Okay. Das sieht gut aus. Also kannst du auf alle Fälle dann hinter euch herlaufen, während die anderen dann mit dem Streitwagen fahren und mit Reiten teilweise oder auch die Pferde führen. Wirklich dann, weil es hier keine Wege mehr gibt, keine Hauptstraße, keine Zwergenpfade, müsstet ihr so oder so dann sehr langsam dann vorankommen. Die Berge über euch sind verschneit und unter euch ist es wohl grau. Ihr seid aber, du bist der Meinung, dass es dann kein Schnee mehr ist, sondern dann vor allem Asche, was da unten liegt. Kannst dann aber auch eure Spuren so gut es geht verwischen, vor allem die Räder sind sehr auffällig und die Pferde. Den einen oder anderen Spuren von Füßen oder so wird sicherlich nicht so wichtig sein, aber vor allem dann die Räder von dem Streitwagen, sodass sie dann noch einige Stunden an Reise hinter euch und diesen Eingang und Ausgang der Binge bringen könnt, bis ihr dann vor euch ein kleines Tal erkennt, ein kleiner Fluss, der hier entlang fließt, in der Mitte eine Insel mit einem Zollhäuschen. Ungefähr 20 Häuser, die hier aufgereiht sind. Ein weiterer kleiner Weiler. Man müsste sich jetzt überlegen, ob man ihn aufsuchen möchte, ob man ihn umgehen möchte, ob man irgendwie anders diese Zollbrücke überqueren will.